Assalamu alaikum. Unser Leben ist wertvoll. Unser Leben ist sehr wertvoll. Jeder Augenblick, den wir leben dürfen, ist ein Geschenk. Eine Chance, die wir nutzen sollten. Unser Leben kann sehr lange dauern. Vielleicht werden wir alt, vielleicht sogar die 100 überschreiten. Das weiß nur Allah Ta'ala. Vielleicht endet unser Leben aber schon bald und der Todesengel ist bereits auf dem Weg zu uns. Wir Muslime sollten in diesem Leben eine riesige Chance sehen. Eine Möglichkeit, sehr viele gute Taten zu verrichten. Denn wir haben nur diese eine Chance. Wir haben nur ein Leben auf dieser Dunya. Wir leben nur einmal im diesseitigen Leben. Wenn der Todeszeitpunkt gekommen ist, dann ist es vorbei. Es gibt kein Später mehr. Kein Das erledige ich morgen. Und auch kein Wenn ich älter bin, fange ich richtig an. Wenn der Todesengel da ist, dann ist endgültig vorbei. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Jede Gemeinschaft hat eine festgesetzte Frist. Und wenn nun ihre Frist kommt, können sie sie weder um eine Stunde hinausschieben, noch sie vorverlegen. Suratul A'raf 7, 34. Doch ehrlich gesagt, leben wir so, als ob dieser Zeitpunkt nie eintreten würde. Wir vergessen Allah Ta'ala in unserem Leben. Wir vergessen sehr viel. Wir sind abgelenkt, mit unwichtigen Dingen beschäftigt und an die Akhira denken wir nur selten. Selbst unsere Gebete verrichten wir, weil es halt Pflicht ist. Aber frag uns mal nach unseren Herzen. Frag uns, was der Imam gerade eben rezitiert hat. Allahu Alam, hat er überhaupt rezitiert? Ibn Umar radiallahu anhuma war einer der besonderen Sahaba. Und das nicht nur, weil sein Vater Umar ibn Khattab radiallahu anhu war, sondern er war für seinen Zuhd bekannt, seine Enthaltsamkeit und seine Zurückgezogenheit von dieser Dunya. Dieser Ibn Umar radiallahu anhuma pflegte ein sehr schönes Lebensmotto zu verfolgen. So pflegte er zu sagen, wenn du zu Bett gehst, dann erwarte nicht den Morgen. Und wenn du aufstehst, dann erwarte nicht den Abend. Dann sagte er uns, was wir stattdessen tun sollen. Und zwar, dass wir unsere Gesundheit ausnutzen sollen, bevor wir erkranken. Und dass wir unser Leben nutzen sollen, bevor wir versterben. Was für ein Lebensmotto einer Person, die verstanden hat, worum es wirklich geht. Auch Ali radiallahu anhu sagte etwas sehr Schönes. Und zwar ermahnte er uns, indem er sagte, dass die Dunya sich auf den Weg gemacht hat, uns zu verlassen. Und die Akhira hat sich auch auf den Weg gemacht, aber zu uns. Und basierend auf dieser Aussage von Ali radiallahu anhu, dem vierten Khalif und Schwiegersohn des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sein Cousin, sagten manche weise Personen, wie verwunderlich ist die Lage der Person, die sich der Dunya zuwendet, obwohl sie dich verlässt. Und die sich von der Akhira abwenden, obwohl sie auf dich zukommt. Liebe Geschwister, unser Leben ist unser wahres Kapital. Die Jahre, Monate, Wochen und Tage, die wir leben, ja jede Stunde, all das ist unser wahres Kapital. Und was macht man mit seinem Kapital? Man investiert es. Doch was unser Leben angeht, so sind wir leider sehr schlechte Investoren. Anstatt dass wir unsere wertvolle Zeit, die wir besitzen, in sinnvolle Sachen stecken und rechtschaffene Taten verrichten, die uns immer näher zu Allah Ta'ala bringen und uns die Zufriedenheit Allahs bescheren, anstatt dass wir unsere Zeit dafür nutzen, geht leider sehr viel Zeit für unnötige Dinge verloren. Dinge, die uns nicht wachsen lassen. Dinge, die uns unseren Zielen nicht näher bringen. Dinge, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Keiner von uns will seine Lebenszeit verschwenden. Doch wir alle tun es. Das Gefährliche daran ist, dass die Augenblicke, die vergehen, niemals wiederkommen. Jede Stunde, die vergeht, ist vorbei. Sie kommt nie wieder zurück. Vielleicht kennst du in diesem Sinne die bekannte Aussage von Al-Hasan al-Basri, rahimahullah. Er sagte nämlich, dass wir Kinder Adams nur aus Tagen bestehen. Wir sind, wenn man es runterbrechen möchte, eine Ansammlung von Tagen. Wenn nun ein weiterer Tag vergeht, vergeht auch ein Teil von uns. Rahimahullah, was für eine weise Aussage dieses edlen Gelehrten der Tabi'in. Er ist im Jahre 110 nach der Hijra verstorben. Ich möchte noch kurz auf eine Sache eingehen, die mich sehr schockiert hat, als ich das herausgefunden hatte. Und zwar spreche ich über unsere Bildschirmnutzung am Handy. Ich war geschockt, als ich mitbekommen habe, wie viel Zeit wir vor unseren Bildschirmen sitzen. Stundenlang und das jeden Tag. Es genügt nur einmal mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und es fällt einem auf, wie sehr die Menschen auf ihre Handys schauen. Nun stellt sich die Frage, nutzen sie diese Zeit für Sinnvolles? Bilden sie sich weiter? Lernen sie? Lesen sie? Kommunizieren sie mit Verwandten? Verbreiten sie Gutes? Oder sind sie zu bemitleiden, weil sie ihr Kapital verbrennen, ohne es zu bemerken? Denn unsere Lebenszeit ist unser Kapital. Über unsere früheren Gelehrten wird oft berichtet,
dass sie Tag und Nacht mit dem Koran, mit dem Buch Allahs beschäftigt waren. Doch erst als ich einmal las, dass sie sich so mit dem Koran beschäftigten, wie wir heutzutage uns mit unseren Smartphones, erst dann hatte ich wirklich verstanden, wie sehr sie mit dem Koran verbunden waren. Möge Allah Ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Ich habe noch eine kleine Bitte an dich. Bitte öffne einmal die Einstellungen in deinem Handy und überprüfe deine Bildschirmzeit. Wie lange warst du heute schon am Handy? Wie viele Stunden waren es die letzten Tage? Es gibt in unserer heutigen Zeit fast nichts, was uns mehr Zeit raubt als unsere Handys. Unser Leben ist wertvoll, sehr wertvoll. Jede Minute, die vergeht, kommt nicht wieder zurück. Möge Allah Ta'ala uns zu erfolgreichen Menschen machen, die den Wert ihrer Zeit erkennen und sie dafür nutzen, unserem Schöpfer näher zu kommen. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Allah Ta'ala sagt, ermahne, denn die Ermahnung nützt den Gläubigen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.